Was machen Sie da? Oh, Verzeihung, wir wussten nicht, dass ihr hier seid. Luna, Entschuldigung, wir haben Sie nicht bemerkt. Bitte sagen Sie es keinem, in Ordnung? Was? Sie beide? Sind Sie etwa? Ja, wir kommen uns gerade näher. Ja, klar. Und also ehrlich gesagt mag ich Berufliches und Privates nicht gerne vermischen. Ja. Also, das war so nicht geplant. Unkontrollierbare Gefühle eben. So was klar. In der Art. Ja, also wir werden es niemandem erzählen. Nein, nicht ein Wörtchen. Ja. Bitte darum. Sicher. Klar. Lass gehen wir. Warte, also, ich freue mich sehr, dass Sie beide jetzt... Wie schön. Komm, vielen Dank. Danke. Was hast du da getan? Dich gerettet. Es war unvermeidbar. Mich zu küssen? Man erregt nur mal Aufsehen durch einen Kuss und sie haben nichts bemerkt. Glaubst du, ich habe die Situation ausgenutzt? Das ist ja nicht zu fassen. Du solltest mir lieber dankbar sein. Außerdem, Ray, gibt es viele Männer, die mit dir tauschen würden. Ach ja? Viele Männer? Wie viele denn? Das fragt man eine Dame nicht. Würdest du die alle küssen? Nein. Können wir endlich das Gemälde austauschen? Ja. Tauschen wir es aus. Vorsicht! Ich bin vorsichtig. Geh einfach weiter. Ich sag dir, wohin. Ach, dieser Gary Lopez ist einfach abscheulich. Was für ein schrecklicher Vertrag. Sehen Sie? Und diese Klausel hier, da ganz am Schluss. Diese. Die waren noch nicht da, als ich unterschrieben habe. Ich bin mir ganz sicher. Keine Sorge. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit der Vertrag seine Gültigkeit verliert. Ja, glauben Sie, wir schaffen das? Es wird nicht einfach, aber ich werde es versuchen. Zuerst werde ich mir diesen Gary Lopez vorknöpfen. Hoffentlich hört er Ihnen zu, denn auf alle anderen hört er nicht. Ja, ich hoffe, ich finde ihn. Denn immer, wenn ich ihn aufsuche, ist er nicht da. Er verschwindet dauernd. Er ist schwer zu fassen. Er hat Angst. Er weiß, dass das nichts Gutes für ihn bedeuten kann. Dieses Mal wird es anders sein. Ich werde ihn treffen, von Angesicht zu Angesicht. Und ich habe ihm eine Menge zu sagen. Wirklich, er kommt mir nicht davon. Diesmal wird er zuhören. Hattest du keinen Verdacht? Nein, denn sie haben sich die ganze Zeit nur gestritten, Nina. Ich weiß nicht. Es geht mir immer noch nicht in den Kopf, dass Ray und Maggie... Wieso denn nicht? Auch er kann sich verlieben. Naja, selbstverständlich, aber... Keine Ahnung, Ray ist so... So ernst und Maggie so... ganz anders. Ich dachte eigentlich, Maggie wäre ausschließlich in ihre Klamotten und Schuhe und in ihre Schnäppchen verknallt. Weiter nichts. Ja, weißt du, es ist schon schade, dass wir nicht in Sharons Zimmer gehen konnten. Ja, ich weiß, aber mit Ray und Maggie da unten habe ich mich nicht getraut. Außerdem ist es so, wie ich dir neulich gesagt habe, wenn ich dort reingehen will, ist es, als ob mich jemand unterbrechen würde oder es kommt etwas dazwischen, keine Ahnung. Ist das vielleicht ein Zeichen? Also ich glaube, es ist eher eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, Nina. Für mich war das alles hier sehr schwer. Ich weiß, dass es schwer ist, aber du weißt, dass ich dich begleiten kann, sobald du dazu bereit bist. Danke dir wirklich. Aber jetzt müssen wir uns auf das Open konzentrieren. Ich dachte, vielleicht können wir die Mädels hier zu uns einladen, um alles zu organisieren. Wenn sie wollen, können sie hier übernachten. Natürlich nur, wenn ihre Eltern es erlauben. Was meinst du? Ich finde, dass man dir deine Begeisterung anmerkt, so schnell wie du redest. 55% der Leute, die so schnell reden, tun das, weil sie wegen irgendetwas sehr begeistert oder aufgeregt sind. Und was sagen deine Statistiken über dieses Open? Hör zu, meine Informationen sind nicht sehr präzise, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es ein voller Erfolg werden wird. Gut. Mhm. Gestatten? Hallo Maggie, wie geht's Ihnen heute? Erzählen Sie mal. Besser denn je. Beim Aufstehen sah ich ein Wunder. War es die Sonne, die durch ihr Fenster schien? Nein. Fantastische Schnäppchen. Ich wachte auf und da warteten sie schon. Der Tag steht unter einem guten Stern. Und die Designer-Handtaschen auch. Gestatten? Ciao. Ich kann nicht glauben, dass die zwei ein Paar sind. Das passt nicht. Ja, die passen nicht zusammen, oder? Ja, ich weiß, sag ich doch. Ich verstehe nicht, was sie aneinander finden. Oh, was flüstert ihr denn so geheimnisvoll, hä? Nichts, Senorita Tratschtante. Ah, jetzt bin ich die Tratschtante. Ganz und gar nicht. Also? Willst du frühstücken? Erzählt. Gerne. Ich habe zwar schon gefrühstückt, aber ich esse noch was. Lecker.